Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute im Video werde ich versuchen, meinen HP DeskJet 3630 Drucker kabellos hier mit dem Notebook zu verbinden. Das Ganze mache ich mit Hilfe der WPS-Taste und ich möchte versuchen, euch das hier in dem Video zu zeigen. Ich hoffe, es klappt. Dann habt ihr eine Anleitung, wie es funktioniert. Wenn es schief geht, dann kann mir vielleicht jemand unten in die Kommentare reinschreiben, wie es richtig funktioniert, damit ich in Zukunft den Drucker dann auch kabellos benutzen kann und nicht wie in der Vergangenheit hier an meinem alten Rechner immer mit USB-Kabel drucken musste. Mit dem Laptop ist es einfach angenehmer, wenn man das kabellos machen kann. Ich möchte nicht lange schnacken, sondern wir legen gleich los. Und ich habe den Drucker eingeschaltet, das ist ganz wichtig, und mich so ein bisschen jetzt belesen, wie es funktionieren soll. Erstmal müssen wir ins Druckermenü, das heißt, ich gebe hier einfach mal in meiner Windows-Taskleiste Drucker ein. Und dann drücken wir hier auf Drucker und Scanner. Und jetzt zeige ich euch dann im Detail, wie es weitergeht. Ich filme das hier einfach mal mit dem Display ab. Ja, Drucker oder Scanner hinzufügen, das machen wir jetzt mal. Jetzt wird der Drucker gesucht. Er findet ihn hier auch, wie man sehen kann. Der Drucker ist ja schon eingeschaltet und auch die WLAN-Taste habe ich für 3 Sekunden gedrückt. Wir drücken jetzt hier also einmal drauf. Und ja, jetzt kommt Gerät hinzufügen, wollen wir machen. Also machen wir das. Und jetzt möchte er hier einen WPS-Pin haben. Den müssen wir uns jetzt einmal vom Gerät anfordern und das funktioniert wie folgt. Ihr habt hier die WLAN-Taste und dieses I für Informationen. Diese Tasten drückt ihr jetzt beide gleichzeitig. Und dann wird er jetzt den WPS-Pin einmal ausdrucken. Der ist dann für 5 Minuten gültig. Das heißt, ich lasse das jetzt hier einmal drucken und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich habe jetzt meinen WPS-Pin bekommen. Der steht hier auf der Seite in dem Fall und jetzt wollen wir das Ganze mal eingeben. Ich drücke jetzt aber auf dem Drucker nochmal die WPS-Taste. Das ist diese Symboltaste, die ich eben auch gedrückt habe. Ich drücke sie aber nur alleine ohne das I. Wieder 3 Sekunden gedrückt halten. Jetzt beginnt auch hier die Taste an zu blinken. Das heißt, wir haben jetzt 2 Minuten Zeit. Ich gebe nun hier meinen WPS-Pin ein. Den könnt ihr ruhig hier sehen, da er einfach nur für 5 Minuten gültig ist. Danach verliert er ohnehin seine Gültigkeit. Und jetzt drücken wir hier auf Weiter und dann hoffe ich, dass sich der Drucker einmal verbindet. So, das sieht jetzt vielleicht schon ganz gut aus. Der Ladebalken hier ist gleich durch und dann wollen wir mal schauen, ob das funktioniert. So, er scheint tatsächlich was gefunden zu haben. Jetzt werden wir die Drucker-App einmal öffnen. Und wie man sehen kann, ist er bereit. Das ist eine Sache, die ich übrigens vorher gemacht habe. Ich habe im Vorfeld die Drucker-App installiert. Das solltet ihr auch auf jeden Fall machen. Ich zeige euch noch mal ganz kurz, wie man das macht. Das ist relativ einfach. Ja, wie komme ich jetzt an die Software, die ich installieren muss, also HP Smart einrichten? Das solltet ihr auf jeden Fall machen, den Drucker dort installieren. Ich hatte hier so eine Kurzbedienungsanleitung auch bei meinem Drucker dabei. Da steht 123.hp.com/DeskJet, also DJ3630. Das ist mein Modell. Wenn ihr ein anderes Modell habt, müsst ihr dann wahrscheinlich hier eine andere Modellbezeichnung eingeben. Sollte aber ähnlich funktionieren. Hier sind dann halt einfach die Treiber und die Software hinterlegt. Ihr geht dann einfach hier auf HP Smart installieren, drückt hier auf HP Smart drauf und dann könnt ihr hier die Installation starten. Das Produkt ist installiert. Das heißt, wenn er das gemacht hat, dann drückt ihr hier auf Start und dann geht nämlich diese HP Software auch auf. Und dann braucht ihr im Prinzip nichts weiter machen als die Schritte, die ich euch eben gezeigt habe. Und dann funktioniert der WLAN-Drucker ganz normal, beziehungsweise der HP-Drucker auch ganz normal über WLAN. Wer hätte gedacht, dass es so einfach ist? Ehrlich, bei meinem alten PC hat es nicht funktioniert. Hier mit dem Laptop ging es, vielleicht lag es an meinem Computer, ich weiß es nicht. Ich habe damals tierisch rumgeflucht, ja, ich bin richtig ausgeflippt. Ich gebe es zu, ich hätte am liebsten den Drucker aus dem Fenster geschmissen, weil ich eigentlich unbedingt WLAN haben wollte, kabellos, und musste dann hier wieder mit so einem blöden Kabel drucken. Das hat richtig Frust in mir ausgelöst. Normalerweise bin ich eher ein ruhigerer Typ, aber der Drucker, der hat wirklich Nerven und ziemlich viele graue Haare gekostet.
Ich habe jetzt auch schon mal die Seiten, die ich gerade drucken wollte, ausgedruckt. Also es funktioniert auch. Alles wunderbar. Wenn es bei euch nicht so gut klappt, schreibt es unten mal in die Kommentare rein, woran es liegt. Oder vielleicht kann ich euch helfen, ich weiß es nicht. Ich habe hier auch nur ein gefährliches Halbwissen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie ich es gemacht habe und wie es funktioniert. Vielleicht könnt ihr aber auch untereinander in den Kommentaren helfen. YouTube ist eine Community, wo man sich gerne untereinander unterstützen kann. Und dann hoffe ich, dass es jeder hinbekommt. Und ja, nicht die Erfahrung machen musste, wie ich mit meinem alten PC, dass ich da wirklich rumgeflucht habe und ja, förmlich ausgeflippt bin. Das sollte euch erspart bleiben. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.